Gut, dann machen wir weiter mit unserem Projekt Hüttenzauber. Ich habe gerade überlegt, bin gerade am Klo gewesen. Wenn es jetzt hier zu brennen beginnt, während ich auf dem Klo sitze, sau dumm wäre das gewesen. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Pause drin war. Ich glaube eher nicht, weil ich nur rausgetappt bin. Das heißt, es hätte wahrscheinlich hier sogar brennen können. Aber okay. So, jetzt haben wir hier unten, ich habe zwei Creeper waren hier. Das heißt, ich werde mal kurz rauslaufen. Mich gleich mal verziehen hier. Ah, okay. Die Creeper haben sich auch verzogen. Na gut. Dann bauen wir hier unten mal ab. Und bauen gleich wieder mal an. Ja, wobei, wir können das jetzt auch erstmal laufen lassen. Und alles mitnehmen, was wir hier geerntet haben. Wir lassen die hier einfach mal stehen. Bei den Kakteen könnten wir doch noch ein bisschen was abbauen. Und hier nochmal anpflanzen. Weil da haben wir noch ganz wenig. Okay, wir brauchen immer einen Abstand. Gut. Wir haben 26 Zuckerrohr. Wir schauen mal, wie viel Papier wir daraus bekommen jetzt. Ja, so geht's. So, dann können wir die beiden können wir eigentlich gleich nochmal anpflanzen. Wir haben neue Rezepte, sehr schön. Wir hatten doch schon mal Papier im Inventar, dachte ich. Vorne sind auf alle Fälle schon mal weiße Blümchen. Das ist schön. Das kann mir irgendeiner sagen, was diese komischen Geräusche immer machen? Haben die irgendwas zu bedeuten, dass es auf einmal irgendwo zu rumsen beginnt? Furchtbar. So. Der Plan ist jetzt, dass wir uns endlich mal um Papier kümmern. Das habe ich schon zu lange auf der Agenda. Und wir schauen mal, was wir hier an neuen Sachen haben. Bücherregal brauchen wir Buch. Drei Stück sogar. Das heißt, das erste, was wir jetzt wahrscheinlich machen, ist, uns ein Buch herzustellen. Papier für Bücher, für ja, Fertigungsstationen und so weiter. Hier zum Beispiel für den Kartentisch. Oh, den können wir gleich machen, den Kartentisch. Mach mal einen Kartentisch. Dann, wie es jetzt schön knistert im Hintergrund immer. Der Zaubertisch verlangt auch nach einem Buch und nach Obsidian. Ich glaube, wir haben nicht vier Steine übrig. Wir könnten uns natürlich auch selber Obsidian machen, weil wir ja doch noch einiges an Lava haben. Jetzt die Frage, ob wir nur Bruchstein dann rausbekommen. Buch und Feder. Oh, apropos knistern. Nee, alles in Ordnung. Okay. Ich habe ja vorhin auch gesagt, hier rumpelt und pumpelt es. Dann hat es zu brennen begonnen. Ja, wir müssen zum Beispiel auch so Buch und Feder mal machen, weil wir das eventuell dann für neue Rezepte brauchen. Was ist denn das für eine komische Musik, die jetzt hier spielt? Dann Buch, Fass, was denn, Borsch, rote Beete. Rote Beete ist schon geil. Da kann man sagen, was man will. Bogener Tisch mit Feuerstein. Ich glaube, wir haben sogar Feuerstein. Den können wir noch machen. Einen Bogener Tisch. Feuerstein. Feuerstein organisch. Habe ich das unter organisch? Ich hätte schwören können, wir haben Feuerstein.
Wir haben keinen Feuerstein, wir haben auch schon so viel abgebaut. Wir haben tatsächlich keinen Feuerstein. Kohle kommt in ein extra, in eine extra Kiste, weil wir davon ganz viel ansammeln werden. Also den Bognertisch können wir doch noch nicht bauen. Schade. Fasstruhe. Das Fass habe ich bisher auch noch nicht gebaut. Das können wir auch noch schnell bauen. Birkenholz, Schwarzeichenbretter, Eichenholzbretter. Das, da musst du offenbar so Mischverhältnisse haben. Eventuell gibt es da auch ein neues Rezept dann. Oh Mann, da muss man... Das hier wird doch gehen. Ah, okay, da fehlt mir die Stufe. Und es geht auch komplett aus Birkenholz. Und so ein Fass hat ja einfach nur... Ja, einfach nur Stauraum wieder. Naja, okay. Das brauchen wir. Bannervorlage. Margarite und Papier. Margarite gibt es vorne. Aber vielleicht haben wir auch hier was bei uns in die Kisten. Es ist so dunkel hier drin. Furchtbar dunkel. Hier ist keine Margarite. Hat auch offenbar mit dem Shader zu tun. Dass der immer irgendwie das ein bisschen wechselt. Die Helligkeit wechselt. So, gleich mal schön Raubbau an der Natur wieder machen. Aber die Bannervorlage brauchen wir für den Banner. Wahrscheinlich sind meine Erwartungen wieder sehr hoch an das, was wir jetzt bauen. Und ich bin gleich wieder enttäuscht. Pass auf. Einmal Blatt, einmal das hier. Bannervorlage, Blume. Okay. So, Kiste über Kiste geht. Meinst du, sprichst du von der hier, oder? Aber das geht ja hier auch. Fass braucht ein Holz weniger. Du kannst auch öffnen, wenn dein Block drüber ist. Aber das kann ich doch auch hier. Ach so, Block drüber. Wenn ein Block drüber ist, dann okay. Ja, gut. Also das Holz, das, boah, das ist ja egal. Und den Platz, den kannst du dir ja machen. Also, es ist, denke ich mal, schön so als Ziergegenstand. Könnte ich mir vorstellen. Redstone Tageslichtsensor. Redstone Lampe. Die kann man dann offenbar ein- und ausschalten. Lesepult. Okay, wir brauchen ein Bücherregal. Und für ein Bücherregal brauchen wir Bücher. Das heißt, wir machen mal ein paar Bücher. Dafür brauchen wir Leder. Oh, Leder. Leder. Oh, wir haben sogar Leder. Sehr schön. Das heißt, wir können auch Bücher machen. Eins. Zwei. Drei. Bücher. Dann aus den drei Büchern wird... Das hier, ein Bücherregal. Noch keine neuen Rezepte. Findet bei Fässern blöd, dass man kein Doppelfass machen kann. Ja, kommt offenbar noch dazu. So, und jetzt haben wir ein Bücherregal. Und mit dem Bücherregal machen wir... Nee, nicht den Zaubertisch. Den müssen wir auf alle Fälle auch machen, der interessiert mich. Das hier auch. Zwei Bücher brauchen wir auf alle Fälle noch. Was wollte ich denn gerade eben machen? Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen, was ich gerade mit
dem Bücherregal machen wollte. Irgend so ein Zaubertisch. Nee, ein Lesepult. Okay, Lesepult. Gut. Und dann platzieren wir die Dinge mal. Und wir brauchen noch zwei Bücher. Zwei Bücher brauchen wir noch. Einmal. Zweimal. Und haben wir jetzt noch Obsidian? Wir haben noch, oh, wir haben sogar noch drei. Wir müssten auch Diamant haben. Wenn ich die nicht schon wieder verschwendet habe. Das kann ja durchaus sein. Zwei Diamant. Ich glaube, wir brauchen auch nur zwei Diamant. Gut. Was habe ich schon? Eins. Was habe ich denn schon? Also, wir machen einmal, pass auf, Tintenbeutel und Feder. Tintenbeutel, das ist schwarz. Ah, den müssen wir uns holen, ne? Ich habe offenbar auch keine Feder. Also, das können wir noch nicht machen. Das Buch und Feder kann ich aktuell noch nicht machen. Nee, ich habe zwei Bücher gemacht, einmal für Buch und Feder. Einmal für Buch und Feder und einmal für was anderes. Ja, werde ich mir schon holen. Keine Panik. So, ich mache immer alles gleichzeitig. Jetzt pass auf. Ich wollte den komischen Tisch machen. Hier, den Zaubertisch. Dreimal den... Oh, schau her. Das nicht geklappt. Wir haben ein Buch. Wir haben... Ah, vier Obsidian. Mist. Dann bauen wir unten schnell was ab. Vom Nether. Dann bauen wir unten schnell was ab. Komm. Ist doch egal. Brauchen wir genau vier Obsidian. Nicht drei, nein, vier. Und wir brauchen so einen komischen Beutel. Wir brauchen einen komischen Tintenbeutel und Federn. Federn bekommen wir von Hühnchen. Da weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Wir holen uns erst die Hühnchen, weil es aktuell noch Tag ist. Ich glaube, da drüben irgendwo waren Hühnchen. Und hier sind die ganze Zeit irgendwo so Tintenfische rumgeschwommen. Ei, die Musik. Jetzt sind natürlich keine mehr da, wo ich welche brauche. Na gut. Wir schwimmen mal hier rüber und schauen mal, ob wir auf die Schnelle Hühnchen finden. Es ist eh noch früher morgen. Ich glaube, da vorne war das irgendwo. Da waren auf alle Fälle Schweine. Und ich hätte gemeint, auch das ein oder andere Hühnchen. Da ist ein so ein Tintenfisch. Nein, das ist nur ein Grasblock. Wenn das der Platz ist, wo ich beim letzten Mal war. Das kann natürlich auch wieder anders sein. Doch, das sind die Schafe. Und hier waren auch die Hühnchen. Wir holen uns mal die Schafe. Weil wir doch vielleicht noch das eine... Wieso habe ich denn das Schwert in der linken? Hat er da getauscht jetzt? Wir holen uns noch ein bisschen Fleisch hier. Und hier waren die Hühnchen irgendwo hier drin. Die habe ich wahrscheinlich schon ausgerottet. Beim letzten Mal. Der Maxi kommt auch aus Niederbayern. Das ist ja fantastisch. Das ist ja super. Aus welcher Gegend magst du das sagen oder musst du aber auch nicht, wenn du nicht willst. Kannst du ja sagen, südlich oder nördlich oder... So, wir müssen auf alle Fälle dann hier auch noch unseren Zoo dann natürlich aufbauen, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie die Tiere zu uns bringen in unser Gehege. Gut, gut, jetzt fängt hier Nachbar, fängt zu bohren an.
das hört man nicht großartig. Oh, und Milch müssen wir uns auch mal holen von den Kühen. Ich habe leider jetzt keinen Eimer mit dabei. Dann hätten wir uns bestimmt Milch holen können. Also ich finde hier keine Hühnchen. Das ist echt bedauerlich, Mensch. Da vorne ist Tintenfisch. Rottal, ah, gar nicht mal so weit weg von mir. Habe ich was bekommen? Tintenbeutel. Also Tintenbeutel brauchen wir, glaube ich, nur einen. Ich werde die hier auch noch mitnehmen. Sicher ist sicher. Hört man das Bohren aktuell? Jetzt müssen wir mal hier die Türe zumachen. Fünf so Säcke haben wir jetzt. Okay, wir gehen mal zurück. Ich glaube, hier ist nirgends ein Hütchen. Okay, Bohren hört man nicht. Das ist schön. Vielleicht, wenn wir mal eher in diese Richtung hier rüber gehen. Schweinchen dick. Wir bräuchten ja nur eine Feder, ne? Eine Feder. Also hier ist auch nichts. Ich werde wieder ins Boot einsteigen. Dann schauen wir noch woanders. Vielleicht eher Richtung Dorf oder so. Soll nicht alle Tiere töten. Ich habe letztes Mal hier schon getötet. Die sind jetzt auch wieder gespawnt alle. Die spawnen doch wieder, oder? Wow, guckt euch mal unser Gebäude hier vorne an. Wow! Was für ein Klotz. Oh, da ist ein Hühnchen. Was für ein Klotz. In der Landschaft. Richtig schön verschandelt. So, wir haben zwei Federn. Das soll genügen. Ich hole mein Boot zurück. Ja, dann gehen wir einfach in die andere Richtung. Da ist noch nichts ausgerottet. Und dann finden wir schon Tiere. Ich würde mich eh jetzt schwer tun, die Tiere hier irgendwie über den Fluss oder über den See hier zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich drücke immer F, deswegen switcht der. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wir brauchen ja so eine Leine. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die irgendwie über See jetzt hier rüberbringen würden. Mit dem Boot soll das gehen? Echt jetzt? So, wir legen mal an. Und schauen mal. Jetzt geht echt. War nicht gerade eben noch morgen vor 5 Minuten? Also die Tag-Nacht-Wechsel machen mich echt fertig bei Minecraft. So, hier ist alles in Ordnung noch. Es brennt nichts. Hier ist auch noch alles in Ordnung. Es brennt auch nichts. Also, ach shit, wir brauchen ja noch den Block. Da wird das ganze Raumzeitkontinuum jetzt komplett in sich zusammenfallen, wenn wir den Block rausschmeißen hier. Ja, natürlich. Alles kaputt. Oh. Der eine ist weg da, der Kollege. Und der Walter ist auch nicht mehr da. Hm. Schade. Wäre mal schön, wenn man sich die auch züchten könnte. Also, wir haben einmal Buch und Feder. Bringt mir das irgendwas? Kann ich das nutzen?
Oh, ich kann ein Buch schreiben. Ah, da habe ich schon irgendwann mal was davon gelesen, dass man das machen kann. Tag 1. Oh, da ist jetzt. Nee, die Hütte brennt. Tag 2. Die Hütte brennt. Noch immer. Tag 3. Ich baue mir eine neue Hütte. Signieren und fertig. Mach mal signieren. Von Tollfuß. Wenn du das Buch signierst, kann es nicht mehr bearbeitet werden. Wieso soll ich denn Buch schreiben hier? Ach, den Buchtitel muss ich eingeben. Die Hütte. Die Hütte von Tollfuß. Ein Original. Kannst ein Tier im Boot mitnehmen? Ah, okay. Hallo Heinz. Mit dem Boot habe ich Villager entführt. Okay. Du hast noch nie Tuber Simulator gespielt? Ist die Frage an mich gerichtet? Was mache ich denn jetzt mit dem Buch? Kann ich das? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt mit dem Buch machen muss. Könnte man vielleicht im Multiplayer dann tauschen mit anderen? Oder so? Aber wer schreibt denn hier im Buch hier drin? Ich habe immer noch ein verzaubertes Buch, das ich noch nicht irgendwie genutzt habe, weil ich kann es auch nicht lesen. Na gut. Dann wollte ich noch, ah ja, das mit den Obsidian-Blöcken machen. Aber kann ich denn das lesen, das Buch? Ich habe versucht, es zu lesen und es hat nicht funktioniert. So, mein Buch kann ich lesen. Na toll. Ich habe es ja selbst geschrieben. Ich weiß ja schon, was drin steht. Also, Zaubertisch. Jetzt geht's. Okay. Gut, dann werden wir die Sachen mal positionieren hier. Ich glaube, das müssen so die letzten Sachen sein, die wir aktuell bauen können. Wir haben einmal den Kartentisch, den wir, keine Ahnung, hier rübersetzen. Da müssen zwei Sachen rein. Wahrscheinlich Papier. Jawohl, Papier und vielleicht die Kohle. So, hier ist noch alles okay. Ist echt ein ungutes Gefühl, wenn du immer schauen musst, ob die Hütte nicht schon jetzt zu brennen begonnen hat. Also Papier und Kohle. Auch nicht. Wieder. Ein rohes Hütchen. Mit was könnte ich denn sonst schreiben? Ich schmeiß mal eben das Fleisch hier rein. Wir haben ja auch einen. Habe ich nicht irgendwo so einen komischen Räucherofen? Kann mir einer sagen, was dieser Räucherofen für einen Vorteil hat gegenüber. Gegenüber dem normalen Schmiedeofen. Ist er schneller oder braucht er weniger Kohle fürs Essen? Ah, keine Spoiler, genau. Masuruk. Du hast die Ressourcen, um das Buch zu nutzen. Es brennt schneller. Also hier, ja, Kartentisch, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir hier noch reinsetzen sollen. Ich denke mal, wir bekommen hier so Karten. Ich habe sogar schon mal Karten gemacht, allerdings habe ich die irgendwie im Dings machen können, damals. Und dann hat man die so in der Hand gehalten und überall, wo man hingelaufen ist, hat sich quasi die Karte selbst gezeichnet. Das war ziemlich cool. Und offenbar braucht man jetzt aber selber irgendwas. Und ich brauche irgendwas, mit dem man schreibt. Oh. Warte mal kurz. Vielleicht schwarzer Farbstoff.
Nein, das wäre auch zu intuitiv. Puh, keine Ahnung, was hier noch rein soll. Knochenmehl?